Statement über mich selbst. Über mich selbst zu reden ist gar nicht so einfach. Seit meiner Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter finde ich es sehr spannend, mit Menschen zu arbeiten. Jeden Tag hatte ich eine neue Herausforderung, jeden Tag wusste ich nicht, auf welchen Menschen ich mich einlassen muss und jeden Tag wusste ich nicht, welchen Weg ich gehen muss, um diesen Menschen als Kunde für mich und für meinen Arbeitgeber zu gewinnen. So startete meine Liebe und meine Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten. Von den Menschen gegenüber eine Antwort, ein Lächeln oder nur eine freundliche Gestik zu bekommen, gibt mir bis heute in meinem jetzigen Beruf als Kurstrainer, Ausbilder und Studiobesitzer die Motivation, ihn jeden Tag neu auszuüben. Ich habe für mich gelernt, dass der Spruch Wissen ist Macht zu mir gar nicht passt. Zu mir passt besser, ich brauche Wissen, um zu machen. Es ist für mich bis heute wichtig, von den Besten zu lernen und dieses Wissen in meinen Beruf einzubringen, es an den Menschen zu verteilen und somit die positiven Reaktionen zu bekommen. Es ist fast wie eine Sucht. Ich suche immer noch die Perfektion nach dem Optimalen. Man kann sagen, es ist einer meiner Antriebe. Dieses Wissen möchte ich dann den Menschen, die zu mir in den Unterricht kommen, weitergeben. Den Zuspruch und die Anerkennung, das zustimmende Nicken und das zufriedene Lächeln ist für mich Gold wert und inspiriert mich immer mehr. Ich sehe meinen Beruf und meine Berufung wie ein Spiel, dass ich jeden Morgen neu beginne zu spielen, ohne zu wissen, wie es am Ende des Tages ausgeht. Ein weiterer Antrieb in meinem Dasein ist meine Liebe, meine Perle, meine Kritikerin, meine größte Fürsprecherin, meine Frau Ildiko. Ich sehe sie heute noch wie damals, als wir zueinander gefunden haben. Sie macht einfach den Unterschied. Sie ist für mich immer noch die Perle in dem Meer mit vielen Perlenmuscheln. Sie und meine drei Jungs, die sie mir geschenkt hat, sind die Welt, um die es sich bei mir dreht. Ich schaue sie an und weiß, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Meine vier sind meine mentale Homebase. So, Nummer 1, Dustin. Er hat mich mit seinen 5 Jahren, als er zu mir kam, erlaubt, dass ich an ihm lernen darf, wie es sich anfühlt, Vater zu sein. Nicht ich habe ihn akzeptiert, sondern er mich. Dafür bin ich ihm mein ganzes Leben dankbar. Durch seine Sportarten, die er mit seiner Leidenschaft ausübt, zeigt er mir immer aufs Neue, dass ich nicht jedem, vor allem nicht meinen Söhnen, meinen Weg aufdrücken muss und kann, sondern ich lernen muss, den Weg anderer auch zu akzeptieren. So, Nummer 2, Keanu. Er hat unsere Liebe 2013 ein Gesicht gegeben. Er hat mein Leben komplett um 180 Grad gedreht. Seine Geburt sehe ich heute immer noch als den Tag an, an dem mein Leben sich verändert hat. Ich würde gern so viel dazu sagen, allein wenn ich daran denke, werde ich von Glückshormonen übermannt. Keanu geht so ungezwungen durch sein junges Leben. An ihm lerne ich jeden Tag, dass das Leben schön ist. Immer wenn ich ihn frage, welche drei Dinge am Tag schön waren, fällt ihm immer etwas ein und wenn es nur da heißt, es war heute schön, dass wir alle zusammen waren. So, Nummer 3, Sami. Seine Geburt 2018 rundete mein Glück ab. Er ist 3 Jahre alt und er ist gerade in der Findungsphase seines Charakters. Aber eines wird mir in jedem Tag bewusst. Er hat das gleiche Durchsetzungsvermögen wie seine Mama. Dieser kleine Mensch erzieht uns gerade alle und wir lassen es auch noch zu. Von ihm lernen wir, oder ich besser gesagt, indirekt auch mal Nein zu sagen. Denn das ist gerade sein Lieblingswort. Dieses Wort zieht er auch konsequent durch. Und er zieht uns eigentlich mit damit. Die zweite Frau in meinem Leben ist jetzt 9 Wochen alt und hört auf den Namen Blue. Mit dieser Hundedame, einen Ridgeback, hat mir meine Familie einen 12 Jahre alten Wunsch erfüllt. Auch dafür bin ich wahnsinnig und überglücklich und dankbar. Sie hält uns jeden Tag auf Trab und ist unglaublich wild. Aber wir sind es ja schon von unserem eigenen Leben gewohnt. Darum sehen wir auch diese Aufgaben mit Leichtigkeit und freuen uns auf einen gemeinsamen Weg. Auch daraus habe ich gelernt, dass man an seinen Wünschen festhalten und sie nie aus den Augen verlieren sollte. Von meinen 3 Jungs lerne ich eigentlich am meisten, denn sie zeigen mir auf ihre Art, wie leicht das Leben sein kann, wenn man nicht immer alles hinterfragt, sondern einfach mal macht und dann auch schaut, was passiert. Ob es richtig oder falsch ist, ob es klappt oder scheitert, erfahre ich erst, wenn ich es versucht habe. Es gibt nur 3 Buchstaben zum Erfolg. T-U-N. Tun. Ohne meine Perle wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Sie ist meine Anlasser und gleichzeitig mein Motor, den sie zum Laufen bringt. Ich bin unendlich dankbar, dass sie so mutig war und den Schritt auf mich zugegangen ist. Ich liebe sie unendlich.
Fazit ist, so wie Gott will, werde ich nicht aufhören zu lernen, denn es ist ja wie eine Sucht. Ich werde nicht aufhören, dieses Wissen weitergeben zu wollen und ich werde nicht aufhören, diese Frau zu lieben. Wenn Gott es wirklich will, werden meine nächsten 50 Jahre nochmals so spannend wie die letzten 9 mit meiner Perle.